Da sind wir wieder im Stadion. Herzlich willkommen, sagen Manni Breukmann und Frank Buschmann unter ganz speziellen Bedingungen. Boah, also das habe ich selten erlebt, Manni. Heieiei, ist das kalt. Also und so richtig viel sehen kann man auch nicht bei dem Schneefall. Und zwischendurch sollten wir uns ein Teechen gönnen. Wie würdest du heute die Gastmannschaft einschätzen? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Caligiuri. Schuster. Caligiuri. Und der kommt genau an. Caligiuri. Schöner Pass. Rosenthal. Schön verteidigt. Muss Einwurf geben. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Da freut sich der Trainer. Jawohl, da hat er klären können. Schuster. Der Assistent entscheidet abseits. Schuster. So sieht ein Pass aus. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Das sieht gut aus. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und das macht er richtig gut. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt greift er ihn an. Achtung, jetzt! Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Ja, das gibt einen Eckball. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Jan Rosenthal. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Toll, wie er das macht und den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sascha Mölders. Caligiuri. Schuster. Schöner Kombinationsfußball. Kruse! Klasse Zuspiel. So sieht das der Trainer gern. Ein sehr schöner Pass. Und der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Thank you.
Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Kruse! Ja, das könnte was werden. Schuss und... Jetzt heißt es weiter Druck machen und vor allem die Chancen verwerten. Caligiuri. Ein wunderschönes Zuspiel. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Der Schiri zeigt der Mauer die Grenzen auf. Ein relativ früher Treffer. Das ist ja immer wichtig für die Moral einer Mannschaft. Dieser blöde Schnee, wird sich der Torwart sagen. Ja, aber das musst du auch erstmal machen als Angreifer auf diesem Untergrund. Für den Keeper ist das eine ganz undankbare Geschichte. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieser Treffer ist nicht zu verhindern. Es gibt diese perfekten Standards. Super. Sascha Mölders. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Stark gemacht. Caligiuri. Macchia, der Ball. Ja, der Pass kommt an. Per Kopfball. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Wer besaß den Ball? Wie lange? Die Ballbesitzstatistik. Ball im Aus, gibt Einwurf. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Macchia, der Ball. Schön gesehen. Er ist in Straucheln gekommen, aber er bleibt auf den Ball. Macchia, der Ball. Sicher in der Ballbehandlung. Und der kommt genau an. Da freut sich der Trainer. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Der Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung, Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Kruse. So sieht ein Pass aus. Und Achtung, genau hingeschaut. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden Sie auch die Lücke. Vorsicht, Kopfball. Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Schuster. Caligiuri. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt!
Das muss es sein! Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivschwung raus. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Ja, da kommt was auf uns zu. Jetzt kann die Flanke kommen. Wo ist die Lücke in der Abwehr? Jan Rosenthal. Ein Traumpass. Das sieht gut aus. Und das macht er richtig gut. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er haut ein wunderbares Luftloch. Also das gibt also eine Spitzennote in der künstlerischen Bewertung. Aber trotzdem, schön sah es nicht aus. Nee, also das war schon ein bisschen eher was zum Schmunzeln. Man soll ja immer vorsichtig sein vom Kommentatorenplatz aus. Aber das hatte schon was zum Grinsen. Was tritt er da so rum? Also der ist wirklich ernsthaft verletzt, der andere. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht so aus, als würde es nicht weitergehen. Jan Rosenthal. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Schuster. Kruse. Und das wissen wir alle, der Schiedsrichter spielt ja nicht mit. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat, aber er wechselt nochmal aus. Die Mauer bewegt sich nach vorne, da sollte der Schiri mal ein Machtwort sprechen. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß. Caligiuri. Ja, so kann es weitergehen. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Moravec. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. Ein sehr schöner Pass. Macchia den Ball. Dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Das ist viel zu passiv in der Hintermannschaft. Zuschauen, staunen und hinterherlaufen. So geht's nicht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Er bringt nochmal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball, Einwurf. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Bis jetzt war das eine extrem spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Sascha Mölders. Ein wunderschönes Zuspiel. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Stark gemacht. Guck mal hin!
Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Ja, da kann man schon von Fahrlässigkeit im Abschluss sprechen. Vielleicht aber auch hier schon der Druck zu spüren. Sicher in der Ballbehandlung. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Versucht's per Kopf. Da lag der Ausgleich in der Luft, aber kläglich vergeben. Schade, 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 kann man da nur sagen. Riesengelegenheit. Caligiuri. Kruse. Und der kommt genau an. Die Situation wurde geklärt. Caligiuri. Und da versucht er, den Ball zu bekommen. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss sich die Lücke auftun. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0.